Breakfast Studio, grab the games. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe angespielt. Wir spielen heute den Free-to-Play-Titel Hymno, oder wie auch immer wir den nennen wollen. Und wir legen einfach direkt los. Sind offenbar in Distrikt 1. Was auch immer das bedeutet. Hymno ist ein prozedural generierter, was auch immer. Plattformer. In dem es keine Gegner gibt, interessanterweise, sondern in dem man wirklich einfach nur am Plattformen ist. Und halt ein bisschen chillig durch die Gegend hüpfen kann. Und natürlich die Welt entdecken. So. Da hinten würde es weitergehen. So, und dann würde es da wieder zurückgehen. Ja, scheiße. Und, also jedes Mal, wenn man beginnt, gibt es eine andere Karte. Es gibt keine Karte in dem Sinne. So, na komm schon. So, wir sind offenbar in Level 2. So, und irgendwie, also mit diesem Ding habe ich echt immer Probleme. Level 3 bedeutet, was auch immer ich jetzt da eigentlich eingesammelt habe. Ja, ist ja gut. Okay, also wir hüpfen hier hoch, wir sind da. Wir können offenbar gar nicht wenig hüpfen. Hat sich gut verändert. So, hier hoch, hier hoch. Zack. Wir machen hier nochmal Licht an. Gehen nochmal da hoch und da hoch. Und dann gehen wir mal durch dieses Portal. Das Gehüpfe ist auf einmal wieder weg. Okay. Warum kann ich da nicht durch? Gut, jetzt kann ich da durch. Okay, nochmal. Klappt nicht so richtig. Gehen wir mal dahin, dahin, dahin. Ach, da können wir eigentlich runter. Darunter will ich jetzt eigentlich nicht. Weil ich da, also da hinten wäre so eine Lampe, wo ich anmachen könnte.
Ach komm, machen wir mal. Oh Mann. Okay. Also den Sinn habe ich noch nicht so wirklich verstanden von dem Spiel. Also nicht den Sinn. Ich meine, der Sinn ist natürlich sinnlos in der Gegend rumzuspielen. Habe ich ja noch nicht so wirklich verstanden, was diese unterschiedlichen Bereiche so sind. Beziehungsweise was die da so bedeuten. So. Da können wir ja wieder weitergehen. Da unten gibt es noch eine grüne, genau. Aber darunter hüpfen, das war vorher schon eigentlich mein Dafürhalten, dass ich eigentlich da nicht runter hüpfen wollte. Deswegen lassen wir das diesmal auch und wir gehen einfach wieder durch die Tür in den nächsten Level. Okay. Aber darüber komme ich jetzt nicht. Ich dashe zu wenig, ich weiß. So, dann würde ich dann nochmal darüber gehen. Da komme ich nicht nach oben. So, das ist jetzt die Frage, wie komme ich wo nach oben? Da hinten komme ich ja auch nicht nach oben. So. Da könnte ich darunter. Ich wüsste jetzt nicht, okay, ich könnte so darüber. Also, machen wir mal. Zack, zack. So, dann wären wir da. Und wären wir da. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich. Ah, vielleicht komme ich da hinten hoch. So. Man kann auch, glaube ich, irgendwie diagonal dashen. Genau, irgendwie so war das. So, dann bin ich hier, aber da weiß ich jetzt auch noch nicht, wo ich hier weitergehen sollte. Da oben wird es weitergehen. So, dann wären wir auch hier.
Okay. So lernt man quasi die neuen Dinge des Spiels kennen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob ich nach oben kann. Ja. Super. Okay. Dann lassen wir dich mal frei. So. Wenn wir da rüber gehen. Und hier rüber. Darüber. So, das brachte mir jetzt nicht wirklich viel, eigentlich. Aber hier immerhin. Huiuiui. Okay. Ich bin gerade momentan noch ein bisschen verwirrt, wo ich denn jetzt weiterlaufe. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Okay. So, dann würde ich mal so sagen. Okay, das hat nicht so wirklich geklappt. Okay. So. Okay, aber ich wüsste jetzt noch nicht, wo ich jetzt hier weiterspielen sollte. So. Ah, hier, okay. Verstanden. Ja, dann können wir hier nochmal schauen. Wir sammeln ja immer noch Zeug ein. Wunderbar. Und dann würde ich doch mal in den nächsten Level gehen. So. Okay, ich würde ganz gerne hier mal ein bisschen schauen, dass ich irgendwo hinkomme. Wo es auch Sinn macht. Also hier, hier, hier. So, das macht Sinn, glaube ich. Würde ich hier mal runtergehen. Da unten könnte man Licht anmachen. Da können wir Licht anmachen. Okay, da können wir Licht anmachen. So, da sammeln wir dich ein. Da sammeln wir dich ein. Ah.
So. Da geht's irgendwo hin. Okay, das hat mich nicht wirklich überzeugt. Da gibt es noch eine Lampe, die ich anzünden können wollte. Nein, 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 nein. Ah. So, ich habe, wie gesagt, ich habe das immer noch nicht so wirklich verstanden. Bin wieder Level 1. Ich habe das immer noch nicht so wirklich verstanden, was dieser Wisp Garden überhaupt ist. So. Okay. Da geht's runter. Da geht's rüber. Da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Da kann ich rüber. Da kann ich rüber. Oh, da konnte man. Aha, okay. Dann kann ich da noch hin. Kann ich hier rüber. Schön, danke schön. Okay, dann würde ich da mal ganz gerne wieder zurückgehen. Würde ganz gern darunter. Okay, da ist die Tür. Okay, wir gehen noch mal hier hoch. Und gehen hier durch die Tür durch. Ah, okay. Das ist die Aussage, was ich mindestens brauche, damit ich diese Dinger nehmen kann. Okay, verstanden. Oh, da oben könnte ich weiter. Na, komm mal hier rüber. Also, zack, zack. Genau, danke schön. Okay, also wir gehen nochmal darunter und dann sagen wir nochmal hier. Oh. Glaub, das war vielleicht einer zu viel, hä? Ups. Ach ja. Okay, wir chillen noch ein bisschen. Also wie gesagt, dieses Spiel ist halt prinzipiell. Kann ich da nochmal zurück?
Ja, kann ich. Okay. So, geht's da hinten irgendwie weiter sinnvoll? Nö, sieht nicht so aus. Das heißt, wir hüpfen hier rüber. Okay. Dann fluff, fluff. Fluff, fluff, fluff. Das wäre für Level 7, den habe ich noch nicht. Okay, dann müssen wir hier lang. Weil wir da ja noch nicht lang kommen. Zack, zack, zack. Zack. Oh. Oh. Na, so wollte ich das aber nicht. Na, komm mal her. Hey. Du. Ja, du. Komm mal her. So, genau. Will ich dich darüber, dich darüber, dich dahin. Dich dahin und... Ah, wunderbar. Machen wir hier noch Lichter an und dann können wir in den nächsten Abschnitt. So. Okay, also noch einmal. Meine Fresse. Das war jetzt aber wieder eine schwere Geburt. Okay, da drüben könnte ich wieder irgendwie rüber, aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Na. Zack, zack. Okay. Hier machen wir nochmal Licht. Den wollte ich noch mitnehmen. Und dann geht's weiter. Gut, dann würde ich mal... Okay, das ist Blödsinn. So kann man es machen. Na komm schon. So. Sage mal, also gerade zieht mich irgendwas nach unten, habe ich so den Eindruck. Okay, also das ist nicht das, was ich sammeln kann. Da machen wir hier auf jeden Fall Licht. Da machen wir Licht. Das bringt mir nichts. Dann würde ich mal hier runter gehen. Hm. Die Plattformen, die machen mir immer so ein bisschen Angst. Weil ich irgendwie bei denen... nur ganz schlecht drüber wegkommen. So. Können wir hier hoch vielleicht? Ja, wunderbar. Gibt es da hinten noch? Auch nicht schlecht. Dann müsste ich ja hier... Ne, andersrum, glaube ich. Ist besser. Zack, zack. Und hoch.
Und hoch. Und hoch. Super. Ausgezeichnet. Dann haben wir den zumindest auch noch mitgenommen. Also ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier so genau mache. Ich mach's nur einfach. So. Okay. Okay, das mit dem Dashen, das muss ich noch ein bisschen besser üben. Aber prinzipiell... ist es ein cooles Ding. So. Ja, von mir aus, von mir aus, von mir aus. Gut. Zack, zack, zack. Schön. Okay, wunderbar. So. Okay, wir können also allein durch die Springen Erfahrungspunkte sammeln. Das ist voll faszinierend. Aber wir gehen jetzt in den nächsten Levelabschnitt. Oder Distrikt, oder wie auch immer wir das nennen wollen. So, da unten gibt es auf jeden Fall Level 5. Ist schon besser, da falle ich nicht so tief. Okay. Zack, 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 zack. Zack. Ah. Nö, nö, nö. Wunderbar. Zack, zack, zack. New Home. Achievement unlocked.
Okay. Wir haben eine neue Hoffnung geschaffen. So, irgendwie ist gerade die Steuerung von meinem Controller ein bisschen hakelig, habe ich den Eindruck. Na. Fuddelfutt. Nein, nein. Och Mann. Also nochmal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack. Hier rüber, darüber, darüber, darüber. Da hoch. Darüber, 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 darüber. Dankeschön. Darüber. Okay, probieren wir's. Hihi. Okay, und wir sind jetzt auch Level 30. Da unten ist noch ein Portal, aber das lassen wir jetzt. Also kein Portal, eine Plattform, meinte ich. Okay, da geht's rüber. Das ist noch so ein bisschen irritierend, dass wenn ich springen will, ich einfach oft durch die Türen gehe, weil es einfach der gleiche Knopf ist. So. Okay, da geht's nicht weiter. Dann wollen wir mal da lang gehen. Genau. Okay. Okay. Das bedeutet, wir gehen schon wieder durch das Portal in den nächsten Abschnitt. Okay. Nein, 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 nein. So, du bleibst da. So. Was soll denn das jetzt?
Okay, schön. Okay, was gibt's da unten? Was gibt's da drüben? Schauen wir mal, was wir da finden. Wahrscheinlich nichts. Genau. Oh, da sind wir schon. Ja, wunderbar. Okay, dann würde ich ganz gerne nochmal da oben lang. Und hier durchs Tor. Okay. Dann nehmen wir dich mal mit, was auch immer das ist. So, dann würde ich mal da hochgehen. Darüber, darüber, darüber. Darüber. Da können wir noch weitergehen. Bevor wir hier noch in irgendwelche. Ah. So, erstmal machen wir den da. Also. So, jetzt machen wir es mal richtig, ja? Level 19, ein Schlüssel. Hier haben wir Level 5. Also irgendwie schaffe ich das nicht, muss ich sagen. Also ich meine, es ist ja endlos, da gibt es nichts zu schaffen, aber irgendwie manchmal. Okay, wir spielen jetzt noch einen ran und dann lassen wir es auch bleiben. Okay. So, wir können da nach da oben gehen. Ja, so können wir es auch machen. So, dann geht's doch hier wieder da hoch. Okay. Also, letzter Run. Ja, so kann man es auch machen. So. Nö, komm, wir gehen einfach durch die Tür. Kommen wir in den nächsten Distrikt. Ja. Okay. Rüber, 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 da hoch. Darüber. Na, darüber, darüber, darüber. Darüber, da hoch.
Friends of the Ruins Achievement. So, und da geht's irgendwie hoch. Das ist nur die Frei. Ach so. So, dann würde ich da mal sagen. Darüber, darüber, darüber. Ah, das war nicht so gut. So. Ah. Also das ist so ein bisschen... Okay. Da komme ich zu oft nach unten. Auf den Unten-Knopf. Das sollte so nicht sein. Aha. Na, irgendwie ist die Steuerung aber ein bisschen hakelig. Habe ich so das Gefühl. Also so mich 100% überzeugen tut's nicht. Also die Steuerung. Das Spiel an und für sich ist echt super süß. Oh, da sind wir ja schon. Okay. Na komm hier. Dankeschön. Gut, die Lampe machen wir jetzt nicht auch noch an. Ah. Das mit dem Hüpfen und Türen, das ist echt ätzend, muss ich sagen. So, zack, zack. Zack, zack. Nein! Nein! Oh Mann! So. So, endlich. Na, kommst du? Ach, ich kann mich in der... Doch, ich kann mich doch... Ach, wenn ich direkt an der Wand stehe, kann ich... Hä? Komm hier hoch. Bevor wir hier Blödsinn machen. So. Nein! Puh! Aber da komme ich jetzt auch nicht mehr raus, ganz ehrlich, sorry. Okay. Aha. Nee, keine Chance. Ah, ist ja geil, dass es da unten auch noch eine Plattform gibt. Nein! Also irgendwie, wie gesagt, die Steuerung... Nein! So, zack, zack. Ja, danke schön. Wieso gehst du schon wieder? Hallo. So will ich das haben, genau. So will ich das haben, so will ich das haben. So wollte ich das haben. So, so wollte ich das eigentlich schon jetzt die ganze Zeit haben.
Na komm. Danke schön. So. Wunderbar. Sehr schön. So, hier geht's noch mal kurz hoch. Da haben wir noch ein Lichtchen angezündet, dann können wir wieder zurück zur Tür. Und sagen Cheerio. Na komm schon. Okay. Nein. Mann, Mann, Mann. Also manchmal. Also manchmal. Na, sage mal. Ja, jetzt. Also. Ah. So, hier rüber jetzt, ja. Dankeschön. So, genau so wollte ich das hier haben. Dann will ich hier rüber gehen, darüber gehen. Dann können wir hier durch die Tür. Puh. Danke auch. Hier hoch, darüber, darüber. Darüber, 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 darüber. Da geht's da hoch. Okay, hat sich nicht gelohnt. Gut, dann gehen wir darüber. Und schauen mal, wo wir hier hinkommen. Na komm. Auch nicht schlecht. Oh, da unten ist noch ein Level 2 Gegenstand. Hier machen wir noch ein bisschen Licht an. Zu dem Level 2 Gegenstand will ich jetzt eigentlich nicht. Oh Mann, ey. Also manchmal, wenn ich an den Wänden stehe, klappt es echt super mit dem Abholen. Gut, also. Dann gehen wir hier nochmal durch. So, hier ist nochmal Licht anmachen. Da ist nochmal Licht anmachen. Dann geht's hier rüber. Da hoch, da hoch.
Okay, dann machen wir es halt so rum. Ist ja eigentlich nicht wichtig. Oh, da sind wir schon. Komm hier hoch, Licht anmachen, runter und dann auf Wiedersehen. Da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's rüber, da geht's rein. Gehen wir da hin, gehen wir da hin. Jo. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Darüber, 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 darüber. Da hoch. Fluff. 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 Ach komm, pfeif doch drauf. So, und dann kommen wir nach Distrikt 9. Eigentlich wollte ich ja aufhören, ne? Ich meine, es geht ganz einfach aufhören. Ich muss ja nur ins Wasser fallen. Dann war's das, aber irgendwie ist es gerade voll chillig. So, da hoch geht's nicht. Würde ich dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen, dahin gehen. Okay. Oh, da ist der nächste Distrikt schon. Kommen wir schon wieder von der anderen Seite. Und sagen Cheerio. So, wir kommen nach Distrikt 10. Sind Level 16. Machen wir wieder Licht an. Gehen wir wieder hier. Na komm. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die jeweils bedeuten. Na komm. Na komm. Hierüber, darüber. Darüber, darüber, darüber. Zurück. Darüber, darüber. Darüber, darüber. Dann gehen wir halt da hoch. Ist ja auch okay. So. Dann würde ich da lang gehen. Perfekt. Können auch darüber gehen. Komme ich da hoch? Ich glaube nicht. Nein, da komme ich nicht hin.
Aber ich kann ja zu meinem Sternentor. So, und dann kann ich da ja ein bisschen darüber laufen. Einfach um Sachen zu sammeln, aber das reicht mir jetzt eigentlich auch schon wieder. Okay, und dann sind wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder durchs Tor. So, fluff, fluff. Einmal runter. Einmal zurücklaufen. Einmal springen. Einmal Stein mitnehmen. Und einmal... Können wir hier noch hoch? Können wir hier... Können wir hier noch hoch? Ja, ja, ja. Und dann geht's hier rein. The End? Mit Sicherheit nicht. Ich dachte, das ist endlos. Spannend. Aber das Ende wird es ja nicht sein. Eher meines jetzt, weil ich schon wieder auf so Plattformen hüpfen muss. Okay, das war Hymno. Ein endlos prozeduraler Plattformer. Hat Spaß gemacht. Erstaunlich lange habe ich damit rumgezockt. Ich denke, es reicht jetzt aber auch langsam für heute zumindest. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch eine tolle Zeit. Und wenn ich vielleicht mal wieder ein bisschen chillen will, dann kann ich ja ihn nochmal spielen. Bis dahin, wie auch immer, Cheerio, Mido, und man sieht sich oder so.